Willkommen in Duisburg Hauptbahnhof. Dies ist ein Expresszug auf der S-Bahn-Strecke nach Osten. Sie werden den Zug den ganzen Weg bis nach Bochum Hauptbahnhof fahren. Und ich kann schon mal vorweg sagen, ich probiere es jetzt gerade das dritte Mal aufzunehmen. SIFA funktioniert nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe das Spiel sogar nochmal extra neu gestartet. Heißt, wir lassen einfach den Kram aus mit SIFA, weil es ja scheinbar nicht will. Dann belassen wir es mit SIFA, dann fahren wir auch diese Strecke ohne SIFA, weil halt ist so, ich drücke gerade SIFA, aber das passiert nichts. Es will einfach nicht. Fragt mich nicht warum. In Einstellung ist es immer noch aktiviert. Ich habe vor dieser Folge. Vor diesem Video habe ich das Snow Trouble Video da aufgenommen. Da hat es funktioniert. Das war ja exakt der gleiche Zug. Ja, fahren wir einfach ohne. Das ist mir jetzt zu umständlich. Keine Lust dann irgendwie. Also, ich habe jetzt das Spiel nochmal selbst neu gestartet. Ich habe jetzt eher ehrlich gesagt wenig Lust dann jetzt irgendwie nochmal Steam oder sonstiges neu zu starten. Wir versuchen das dann einfach mal so zu machen, ohne. Und fahren dann die schnelle Linie. Ich versuche den Zeitplan so gut es geht einzuhalten. Den S-Bahn-Zeitplan. Sogar 150 fahren, okay. Wie gesagt, dann diese Folge, oder dieses Video dann ohne SIFA. Dann vielleicht beim nächsten Mal wieder. Belohnung erhalten, 45 Kilometer gefahren mit der BR425. Oh, jetzt ist nur noch. Hoppala, das war ja doch die 80. War richtig. Hoppala, das gibt keine guten Punkte. Oder wird keine guten Punkte geben. Nächsten halt Mülheim an der Ruhr. Hauptbahnhof. Wir dürfen 150 Kilometer pro Stunde fahren, dann machen wir das einfach auch. Ich muss ja schon sagen, es hat schon was. Das war auch schon wieder ein bisschen drüber. Ich glaube, die goldene Punktzahl bekommen wir wahrscheinlich nicht. Goldmedaille. Dafür sind wir, glaube ich, zu flott unterwegs. In 3 Minuten sollen wir da sein. Das könnten wir vielleicht sogar schaffen. Ist das die schnelle S1 oder ist das die S1 Express-Linie, weil man hier bei 150 durch die Landschaft heizen kann? Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Wir sind ja doch schon ziemlich flott unterwegs, muss man halt schon sagen. Ja, no risk, no fun. Kann man doch schon mal ruhig da so nah stehen, ne?
Aber wir können mal schon mal von der Geschwindigkeit wieder ein bisschen runtergehen. Oder uns ausrollen lassen, besser gesagt. Wobei, ja, 1,5 Minuten. Dann können wir schon runtergehen auf 110. Kilometer pro Stunde. Auch erreicht und wir sind ja auch schon in Mülheim an der Ruhr. Gut, wir waren auch einmal ordentlich zu schnell. Hätte ich mal doch auf die 80 Kilometer pro Stunde zählen sollen, wie es digital angezeigt wurde, aber gut. Das ist jetzt aber auch wiederum zu spät. Können wir zumindest mal pünktlich sein. Das ist ja gut. Wahrscheinlich hätten wir es auch trotzdem geschafft, auch wenn wir nicht diesen... Ja, fahren wir mal ein bisschen flotter in der 80er Zone Fauxpas hätten gehabt. Aber gut. Hatten wir mal gehabt, dann ist es halt so. Oh, es sieht aber auch schick aus. Gut, werden wir nicht erfahren, ob das auch so gewesen wäre oder nicht, aber gut. Vielleicht haben wir ja sogar das Privileg und müssen ein bisschen warten, aber ich glaube, dass die steigen ja gerade so gemütlich ein, dass wir wahrscheinlich nicht warten müssen. Wir müssen tatsächlich knapp 10 Sekunden warten. Auch nicht schlecht. Noch sind wir also voll im Plan in der S1 Express. Nächste halt Essen Hauptbahnhof. In 5 Minuten. 9,1 Kilometer sind es. Okay, es steht also fest, es ist der S1 Express und es ist die Stelle S1 Linie, Strecke, whatever. Einfach aus dem Grund, weil wir scheinbar nur an den Hauptbahnhöfen halten. Was natürlich auch Sinn macht, dass der Name macht auf jeden Fall Sinn. Genauso wie viel Sinn es macht, dass man jetzt keinen Schnee hat, weil es draußen so warm ist. Dürfen wir sogar 160 Kilometer pro Stunde fahren? Das ist aber schon. Das ist aber nett. Das ist echt sehr nett, muss man schon sagen, ne? Ein bisschen mehr können wir noch geben. Vom Schub vielleicht noch ein bisschen mehr. Das ist auch wirklich so um die 130 Kilometer pro Stunde fahren. Gut, es geht natürlich bergauf, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Noch ein bisschen runtergehen, bevor die 160 kommen. Die 160 sollten wir auch relativ fix fahren dürfen. Und jetzt dürfen wir sie voll ausfahren. Dann wollen wir mal. 7 Kilometer haben wir noch bis nach Essen Hauptbahnhof. Langsam wird es laut. Ich verstehe mein eigenes Wort kaum noch. Geht auch immer bergab, okay, gut zu wissen.
wir lassen das mal vielleicht bei 100. Okay, vielleicht noch ein bisschen können wir geben, ein bisschen Schub. Vielleicht zumindest das Tempo halten. Okay, in 4 Kilometern geht es runter auf 130. Halb so wild. Wie gesagt, langsam wird es echt laut. Die Vorbeifahrten sind aber auch schick hier gerade bei dem, in diesem Szenario mit dem, mit der Sonne und so weiter und so fort. Das ist doch schon sehr angenehm. Langsam runtergehen. Na, 30. Wir sind ja auch schon fast in Essen. Hauptbahnhof, okay, da kann es auch schon mal lecken. Eieiei. Aber wohl zu viel Geschwindigkeit, wa? Und da sind wir in der 130. Huh? Ich bin verwirrt. Wir können schon noch mal ein bisschen runtergehen. Ein bisschen mehr bremsen, um es genauer zu sagen. Wobei wir ja scheinbar hier auf dem Gleis bleiben, auf dem wir gerade sind. Aber nichtsdestotrotz können wir ein bisschen mehr auf die Bremse drücken. Zeitlich sind wir ganz gut dabei. Noch ein bisschen weiter vorrollen. Über 100 Meter wieder reingehen. Perfekt. Türen in Regeln. Das war ja schon wieder fast eine Punktlandung. Gut. Ein paar Sekündchen zu spät, aber. Na gut. Ja, ist schon ein schönes Szenario, muss man schon sagen. Auch mal wieder ein bisschen entscheidender unterwegs sein. Aber dann merkt man auch wieder, wenn man... Hoppala, ich habe schon aufgedrückt. Bei solchen Szenarien, auch wenn es S-Bahn-Verkehr ist, hat man aber mehr die Chance, irgendwie die Zeit wieder rauszuholen oder halt... Wobei, gut, vielleicht nicht unbedingt rausholen, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber man... Der Zeitplan ist zwar immer noch eng, aber ne, man kann auch mal zu früh bremsen oder wie auch immer. Oder man kann auch mal gemütlich reinbremsen. Nächster halt Essen, Kreis Süd. In 3 Minuten sollen wir da sein und wir haben noch 4 Kilometer vor uns. Die stark müssen wir jetzt nicht beschleunigen. Es sind ja noch 130, die wir fahren dürfen.
Vor allem, wir schalten ja noch aus der Kurve heraus. Bald dürfen wir wieder 150, wobei die 150 können wir eigentlich komplett ignorieren. Einfach aus dem Grund, weil die neue Geschwindigkeitszone halt erst kommt, wenn wir kurz am Bahnhof sind. Da lohnt sich das Schubgeben gar nicht mehr. Kann man dann eher ein bisschen ausrollen als Schub geben. Es ist aber sehr, sehr früh da. Und das war noch der kurze, war noch ein ziemlich kurzer Abschnitt. Ja, das ist ja schon. Das ist ja jetzt schon übel wiederum. Gott, das hat hier hell. Haben wir gleich zumindest ein bisschen was zu warten, ne? Nächster Halt Wattenscheid. In 3 Minuten, 5 Kilometer haben wir noch vor uns. Und wir dürfen 160 fahren? Ich dachte nur 150. Jetzt bin ich aber verwirrt. Wahrscheinlich habe ich die 16 einfach nicht gesehen. Schub geben wir in jedem Fall. Wie gesagt, so zeitlich gesehen scheinen wir auf den Expressrouten, wo zumindest bei dieser Expressroute aktuell, besser aufgelegt zu sein, was den Zeitplan betrifft. Können wir scheinbar irgendwie besser einhalten. Ich weiß nicht warum, ob es an den. Ich meine, das sind natürlich auch mehr, es sind natürlich auch Stops, ne? So ist es ja nicht.
Und es ist halt über die komplette Strecke, aber es ist halt irgendwie. Es sind halt nicht viele kleine Stops und so weiter. Vielleicht fahre ich es einfach auch besser, das kann natürlich auch sein. Dass ich halt sonst immer zu Regional-Express-mäßig angefahren bin und zu wenig S-Bahn-mäßig. Kann natürlich alles sein, wenn wir mal ehrlich sind. Funktioniert einfach meine Q-Taste nicht. Gucken wir mal kurz. Nachricht. Doch, Q funktioniert. Dann liegt es nicht an mir oder meiner Tastatur. Gut, die 9 Sekunden können wir noch warten. Gar kein Problem. Alles gar kein. Oh, kein Problem. Nächster Halt, Bochum Hauptbahnhof. Ich weiß gar nicht, halt dann, ich glaube, letzter Halt ist Bochum Hauptbahnhof, kann das sein? Ja, Endstation sogar, läuft. Wir sollen um, oh Gott, wir sollen um 19:27 Uhr sollen wir dort sein. Sprich, in 300 Minuten, das sind 5,4 Kilometer, wir werden da vorne mal Safe Call langsamer werden müssen. Von daher sollten wir es eigentlich easy packen. Wir beschleunigen erstmal auf die 160 gleich kommen. Offiziell erst nochmal nur 140, aber dann müssen wir auch erst nochmal hinkommen. Von daher alles gut. Schieben wir uns nochmal über die Kuppe rüber. Peitschen uns vor nach Bochum Hauptbahnhof. Wir sind ja schon fast da. Wir sind aber auch gleich jetzt in der 60. Jetzt kriegen wir nicht hin. Wir fahren safe nochmal über den. Puh. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen vor dem nächsten Magneten. Puh, das war jetzt schon wieder ein bisschen aufregend. Weiter in die 60, die wir sowieso schon drauf haben. Eine halbe Minute haben wir noch. Ich glaube, wir rollen einfach weiter mit dem Tempo.
Das geht ja rechts so rüber. Dann gehen wir mal mit 25 in den Bahnhof rein. So, wenn wir jetzt noch eine Zwangsel bekommen, dann weiß ich auch nicht. Bloß nicht jinxen, bloß nicht jinxen. Ich habe schon wieder gejinxt. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe keinen blassen Schimmer, weswegen ich das mal so bekommen habe. Ich war unter 20 Kilometer pro Stunde. Ich habe nochmal bestätigt, als ich den Magneten, als ich den über den Magneten gefahren habe, nochmal bestätigt. Ich habe keinen blassen Schimmer, weswegen ich jetzt diese Zwangsel so bekommen habe. Also es ist nicht so, dass ich Ahnung davon hätte, aber ich verstehe es nicht. Dave benötigt 28 Minuten und 18 Sekunden. Gut, Level 6 waren wir ja schon, Level 5 sind wir schon auf die in der BR geworden, in der BR 425 DB-Lackierung. Hauptstrecke auch nochmal ein bisschen hochgepusht und wir sind kurz vor Level 26. Wir haben 35,52 Kilometer zurückgelegt und eine Gesamtpunktzahl von 8036 erzielt und damit eine Goldmedaille erhalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, trotz nicht Sifa-Machbarkeit. Da ich weiß, dass Sifa funktioniert, dass meine Kuh-Taste funktioniert und dass Sifa funktionieren müsste, werde ich wahrscheinlich auch mit letzter Folge aufnehmen. Wenn es dann dort auch nicht möglich ist, Sifa zu betätigen, gibt es halt einfach auch dort kein Sifa. Ist dann halt so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seht euch dann im nächsten Video wieder. Entweder auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr oder einem Video hier von Trains the World oder einem anderen Video hier auf dem Kanal. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.